Rechtsliste hier über die Konstruktion, wie die Geige konstruiert wird. Muss man nicht sagen. Durch Bücher lernt man nicht. Ja. Dann, da ist alles drin hier, was man eigentlich gerne braucht hier. Von berühmten Geigenbahnmeistern zu Umrisse hier. Magini, Patolo, Magini. Hier noch welche. Cremona. Das sind alles ganz berühmte Geigenbaumeister gewesen. Italienische. Die Italiener haben die besten Geigen gebaut, ne? Ja. Dann hier, wie so ein Hals gebaut wird. Wie die Schnecke konstruiert wird. Das stelle ich mir auch schwierig vor. Dann andere Musikinstrumente noch. Dann über. Das sind Werkzeuge. Siehst du, hier ist so ein Testdings hier. Das sind Zwingen hier, alles, wie du die brauchst. So, dann. Die Geige aufgebaut ist hier. Dann müsste noch was über Bogen kann das sein. Das sind die Wirbel hier, das sind die Stimmen. Viel Fachwissen. Das Buch ist gar nicht zu bezahlen. Nee. Das ist schon antiquarisch hier. Bloß ein bisschen handwerkliche Können muss man auch. Naja, ne, das Buch alleine machst du nicht. Genau. Ja, da nicht geschickt genug ist. Und die Geduld muss das man ist haben. Das ist unser Bogenbau hier. Sehr schön. Wie man Bogen baut. Ja, das war's. Super. Und das sind hier Schablonen, die ich mir angefertigt habe. Jetzt für den Hals und für alles, weißt du. Wo die Löcher hinkommen und hier die Wirbellöcher, wo die gebohrt werden müssen und. Alles Mögliche. Und dann für verschiedene Geigen hier. Toll.